Ja, aber da ist nichts drin. Oh. Behältermilch. Aktiviere die drei Datensammler. State 0 von 3. Na, das können doch nur die Windturbinen sein, oder nicht? Digga, wer ist denn hier so aggressiv auf mich? Hä? Ich werd angegriffen. Ja, Digga, dieses Vieh. Digga, Wort, der hat mich fast gekillt. Wer denn? Hä? Von wo? Ja, dieses große Vieh. Da! Hä, bei mir ist hier gar nicht. Bei mir ist der halt gar nicht hier. Nice. Warum ist der bei dir da? Bei ah, mir hier ist ein Datensammler. Ja, ist er. Und damit mal wieder ein herzliches Willkommen und ja, zurück zu Avatar. Weiter geht's. Wir sind immer noch dabei, die Lager hier zu plündern. Und ja, der Fabio ist auch dabei. Ja, wunderschön. Und Feldlabor hier wollte ich jetzt mal machen. Also, ab geht's. Warte mal. Kann ich hier mal, ich kann die ja sogar aktivieren, ne? Fällt mir auf. Ich habe die ja hier. Feldlabor des Widerstands. Ups. Genau, die will ich jetzt nämlich verfolgen. Ah, denn die jetzt müsste ja jetzt. Lel, ich kann einfach kein. Okay, warte, dann esse ich jetzt eine immer noch RDA-Dings, gezeigt. Hier, damit ich die nehmen kann. Weil die hieß doch Systemneustart, die Quest. Welche denn? Na, die, ah, hier, Systemneustart, genau. Starte die Datensammelstation des westlichen Grenzgebiets neu. Das war ja das, wo du warst. Das, was ich gefunden hatte. Da würde ich gern hin, wird mir aber nicht angezeigt. Nur wird's gezeigt, wo es ist. Ja, zeig mir mal, weil die Punkte funktionieren nach wie vor nicht. Ich, warte, ich flieg da gleich hin, ich muss das mal kurz. Mein Fury hat irgendwie die Farbe geändert. Ah, hier ist meiner. Warum auch immer, ich möchte, dass da wer grün ist, weil sonst können wir die nicht auseinanderhalten. Ja. So, das war so wie so eine Art Ruine, so eine Burg irgendwie, so eine kleine. Die war hier, da, ich glaube, da ist sie, nee. Da stand, man soll nach Windturbine Ausschau halten, aber... War das da? Ich muss gerade mal gucken. Achso. Ja, da ist es. Ah ja, da ist eine Windturbine, Tatsache. 9 Stück sollen wir davon finden. Hä, hey, was ist denn hier? Auf der gesamten Map oder was? Digga, die wollen hier Stress. Ja, hä, wo bist du? Direkt hinter dir. Ja, Junge, du bist ja wieder ganz am Ende, Alter. Ich probier jetzt mal den schweren Bogen. Der ist so weit weg. Na, stirbst du? Nö. Nee, nee, der Pyro Fire, der kriegt das hin. Na klar kriegt er das hin. Kann ich hier noch irgendwas plündern? Nee. Oh, wieder eine geile Kiste, Alter. Schön was. Schon Digga, wieder 46er Schuhe. Wo bist du? Hä, hey, Digga, ist doch direkt kann vor der nicht. Station. Ey, es kann doch nicht sein, dass du auf dem Weg wieder, dann findest du wieder so eine Kiste. Digga, ich raste aus. Wie, wo bist du? Das ist doch 10 Meter davor, Alter. Tatsache, ey, das ist ein Boot. Erstmal durch die Maschine laufen. Vielleicht krieg ich ja noch Munition. Wo ist hier eine Pflanze, Rino? Ah, ich kann keine mehr aufnehmen. Wichser. Na gut, dann gehen wir da mal rinne. Und dann wird man uns wieder der Vollmission. Ersatzteile, das ist geil. Da kann ich nicht. Ich krieg schon wieder ein Stirnband, Alter. Aktiviere das Station. Du kriegst immer Schuhe und ich krieg immer Stirnband, Digga. Digga, da kann ich auch nichts mit anfangen. Ja, die ist ja zum Kotzen hier. Was ist das Ding hier? Da ist mal wieder eine RDA drin, ne? Und ich kann ja keine mehr aufnehmen. Warte mal, kann ich noch was fressen? Ne, der hat auch schon voll gefressen, der Typ. Oh, lol. Na gut. Aktiviere die Datensammler. 0 von 3. Junge, wo? Datensammler. Also safe auf der ganzen Map, oder? Nee, auf dieser Station.
Die müssen also hier irgendwo entweder auf dem Ding drauf. Ah ja, hier kann man schon mal springen. Aber da war nichts mehr, ich war ja ganz oben. Das war das einzige Gerät, was da ist. Aber hier oben sind geile Sachen, Alter. Ja, ja, da war was zum Looten, aber da habe ich auch nicht so geile Sachen. Kann man da rein oder so? Rausbekommen. Ja, aber da ist nichts drin. Oh. Behälter mich. Aktiviere die drei Datensammler. State 0 von 3. Na, das können doch nur die Windturbinen sein, oder nicht? Digga, wer ist denn hier so aggressiv auf mich? Hä? Ich werd angegriffen. Ja, Digga, dieses Vieh. Digga, what? Der hat mich fast gekillt. Wer denn? Hä? Von wo? Ja, dieses große Vieh. Da! Hä, bei mir ist hier gar nicht. Bei mir ist der halt gar nicht hier. Nice. Warum ist der bei dir da? Bei ah, hier ist ein Datensammler. Ja, ist er. Okay, das ist einer. Okay, das kannst trotzdem nur du machen. Ich kann es nicht machen. Boah. Oh, hier ist noch mehr Zeug zum Looten. Schön. Ja, ich bleib ein bisschen immer auf. Egal, wie krass das aber auch gemacht ist mit den, mit den Bäumen, dass die so schief sind. Ja, ja. Weil es da so windig ist in dem. Digga, wo sollen denn hier noch zwei weitere sein, Alter? Hier ist gar nichts. Nee, hier oben ist auch nichts mehr. Ah, doch, hier, Tatsache. Was? Da ist der zweite, dann folge ich einfach dem Weg. Oder ich hab ganz unten einen. Oh, Digga, der Typ. Oh Gott. Er macht wieder was. Ja. So, hier ist keiner. Digga, wie viel Schaden das macht, wenn der das macht, Alter. Ja, Digga, vor allem ist noch Luft, oder wie? Der rastet einfach nur auf und furzt, oder weiß ich, was der macht, dann... Wir kriegen einfach halbe Leben Schaden, oder was? Ja. Das ist ein Typ, Junge. Wo ist der dritte Mann? Hier. Yeah. So, jawohl. Digga, ich knall den jetzt ab, Alter. Ah, ein Panzer, schön. Warte mal! Digga! Digga, der hat mich gekillt. Digga, dieses Bastard-Tier, Alter, was ist das? Richtiger Pyrofai. Ja, Junge, was ist das für ein Viech, Alter? Oh, geil, Alter. Ich wollte da nur zum Strand runter, weil da eine Pflanze ist, glaube ich, mit. Ja gut, ich steig mal wieder auf hier und dann gehen wir mal weiter zur Quest, ne? Besser. Heilpflanzen. Heilungsbeutel voll. Scheiße. Ja, ja. Aber es sind alles Heilungsdinger. Achso, jetzt muss ich wieder die. Warte, ich hab gehofft, hier ist ein Quest. Oh nein. Weiterleben, morgen weiter kämpfen. So, wo geht's jetzt hin? Durchsuche das Stoßzahnlager, befreie die gefangenen Wildtiere im Stoßzahnlager. Okay. Genau, da waren wir stehen geblieben. Oh. Die gejagten Jäger, ne? Digga, willst du mal landen, Alter? Danke. War das schon hier? Okay. War auch gar nicht weit weg, ich bin da. Da ist auch das, das Lager. Plötzlich fliegst du in eine andere Richtung. Digga, ich verstehe das Game nicht. Ubisoft kriegt nichts geschissen. Bruder, land mal. Digga, wie viel Schaden das Teil macht, ne? Ja, die neue Knarre finde ich nice, Mann. Digga, die machen aber auch Damage, das ist ja nicht normal. Heilige Makrele, aber.
Tränen sind heilig. Ziel gesichtet. Position folgt der Schütze. Verstanden. Lebt da noch irgendwo einer? Ja. Ich werde noch beschossen, aber von wo? Ach, direkt vor mir ist auch gut. Ach, da hinten. Da hinten war was. Egal, von wo denn? Kriegt die ganze Zeit irgendwelche Schüsse ab, so richtig schrotmäßig, aber hier ist keiner mehr. Digga, ich raff es nicht. Da oben, Alter! Jawohl, große Kiste, komm schon, gönn! Ja, geiler Brustpanzer, Alter. Ey, wenn ich jetzt keinen Brustpanzer kriege, dann... Aber ich weiß gar nicht, ob der besser ist. Wenn ich jetzt einen Kopfnuss kriege, Digga, dann... Ah doch, guck mal, 40 und ich hab, ah ne, doch nicht, hä, wo? Leichte Segelflugpanzer. Nee, warte mal, 40, nee, ich weiß gar nicht, was... Doch kein Brustschutz. Das ist kein Brustschutz. Ich weiß gar nicht, was ich da bekomme. Das waren keine Füße, oder? 50, 46, doch 50, wieder 50er, Digga. Warum habe ich so viele Schuhe? Digga, was habe ich da gerade bekommen? Das waren keine Schuhe? Das war keine Hose? So, was ist jetzt hier? Hä? Ah, ja. Ich raff nicht, was ich bekommen habe. Ah. Da. Jetzt haben wir es doch, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was ich bekommen habe. Ich dachte, es ist ein Brustpanzer. Nö. Ich suche... Hä? Ich verstehe es nicht. Habe ich das Level verkackt? Irgendwas habe ich bekommen, was komplett sinnlos ist, offensichtlich. Oh, ich habe eine gute Sehne bekommen. Alter, doppelt, oder wie? Hier, leichte Segelflugpanzerhaut. Steinherstellungsmaterial. Ach so, damit kann man was herstellen. Und wir haben einen Code. Verstehe. Also haben wir was zum was der öffnet. Für Herstellung für Rüstung bekommen. Aber okay, zuerst muss ich den Schwestern von unserem Fund berichten. Okay. So, haben wir doch. Also, dann nützt uns ja auch mal so ein Herstellungstisch. Was? Reise zurück zu den Schwestern. Sie wartet am Ratszelt im Kreis. Na gut. Dann können wir uns, glaube ich, auf den Rückweg machen. Es sei denn, hier verbirgt sich in dem Ding noch eine geile Kiste. Jawohl, noch eine Kiste. Ja. Ich setze ja auch mal auf Tauffühlung gehen. So, komm jetzt, gönn! Präzisionsmagazin für Sturmgewehr. Magazin-Mod, geil. Junge, jetzt hier, fetter Mod, Alter. Zack! 11% Schwachstellenschaden. So, jetzt pass mal auf, ich predikte, ich krieg einen Kopfschutz. Präzisionsmagazin. Ja, ja. Sturmgewehrmagazin Mod. Besser. Ja, das habe ich auch bekommen. Oh, ein First Aid Kitchen Paket. Sehr gut. Genau. Gut, ich glaube, das ist alles. Bringt mir wahrscheinlich nichts, weil ich Inventar voll bin. Ja, war mir klar. Diese Granaten. So, sonst kann ich hier nichts weiter. So. Alter. Los, Fluff! Was ist hier schon wieder los, Mann? Was denn? Egal, irgendwelche Pflanzen, die mich die ganze Zeit attackieren. So, jetzt geht's los. Zurück, ja? Ja! Hallo, willst du mal steigen? Danke. Achso, warte mal, ich wollte gucken wegen Magazinen. Kann ich hier auswählen, ausrüsten. Okay, nice. Junge, ich bin fast Level 8 jetzt. Ja. Ich finde, wir haben in der Session aber richtig krassen Fortschritt gemacht. Was das Level angeht. Das ist schon nicht schlecht. So, die konnte ich ja nicht. Dabei haben wir eigentlich genauso lange gezockt wie sonst auch. Ja, ja. Junge, what the fuck? Was? Geht halt voran jetzt langsam, ne? Jetzt kommen wir schon an den Punkt, jetzt kriegen wir geile Sachen.
Digga, wie weit du einfach weg bist. Ja, Digga, Ikran regelt, Alter. 1 Kilometer oder was? Digga, mein Ikran hat schon wieder Hunger. Wie viel wird er denn fressen, Mann? Also ich habe gar kein Problem, Alter. Mal gucken, ja. Ich habe noch eine Federklingensame, Alter. Bin ich schon wieder pleite, was Essen angeht für den. Ich brauche unbedingt Essen. Ich muss irgendwie so eine Dinger da finden. Mal ein paar einsammeln. Ich bin da und dann... versorg ich kann. Ist jetzt braucht er eigentlich schon fressen. Lol, ich habe da eigentlich gar keine Probleme. Komisch. Die Sakro sind zufrieden mit unserem Gast. Kriegst du Turbo-Modus? Ja. Also nicht dauerhaft. Ab und an betätige ich halt mal, aber... Ah, wir müssen dahin. Ich komme, bin da. Warte, noch nicht. Ich gucke, ob hier irgendwo was rumliegt. Nee. Warte mal, ich will kurz, bevor du da rangehst. Wir sind doch jetzt in diesem Lager, oder? Ja. Ich will gucken, ob ich jetzt da was herstellen kann mit diesem Material. Aber wo ist denn dieser Tisch? Ja, ich weiß. Der war doch irgendwo. War was der da? Ist hier? Empfangen? Akku empfangen, was heißt das? Aber nur das Beste. Oh. Weißt du? Wo konnte man denn was herstellen? Muss ich ja diese Scheiße suchen. Was ist hier drin? Nee, nicht herstellen. Das war ja richtig so ein Tisch. Da kann man. Ah, da. Nee, das ist auch. Ich weiß nicht, kann ich irgendwas kochen? Das nee. Ja. Außerdem ist mein Essensbeutel voll. Ich müsste eigentlich erstmal wieder was essen. Digga, ich finde einfach diese Kacke nicht. Weißt du, wo dieser Herstellungstisch war? Nee. Weiß ich nicht. Ein Job. Ich hab den auf alle Fälle gesehen, ja, aber... Ja, wir waren da vorhin dran, aber wo waren wir? Ja. Hier ist ein Lagerfeuer. Aber hier hinten ist ja nichts mehr, der muss ja woanders sein. Mann, wo ist der denn? Ja, gut. Lied hoch und stolz, wie unser... Digga, das Gewitter, das ist schon ziemlich nice. Digga, what ist schon ziemlich krass gemacht. Muss ja hier irgendwo sein. Ah, genau, wir waren hier vorhin bei diesem Elefant. Der hat ja gepennt. Und dann sind wir hier, bist du irgendwie nach hier gegangen und dann war das doch hier schon. Ah, hier, hab ihn gefunden. Mal gucken, ob ich das jetzt herstellen kann. Was war das? Hose, ne? Ja, glaube ich. Ich weiß, oder Brustpanzer, weiß gar nicht. Ja, Brustpanzer war das, ne? Brustschutz. Die schönsten Drachen gebaut. Uranus-Schal, war das der? Liebe steckte in keine jeder Faser. Oder, nee, warte mal, ich muss erstmal gucken, jetzt, was das war. Wo Naku tot ist, kann ich keine Drachen mehr bauen. Ich habe alle das war aber genau Drachen Beutel, das in ist die Tiefe geschoben. Segelflug-Panzerhaut. Beinherstellungsmaterial. Das heißt, es müsste was für die vielleicht Beine sein. In dem Moment richtig, Erinnerungen loszuwerden. Aber bietet er mir gar nicht an. Töricht. Ein Impuls. Naku hätte mich beschwichtigt. Also das mit diesen Herstellen, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ja, ach, einfach der Story folgen. Ja, so sehe ich es jetzt mal auch. Ubisoft-Titel, so ist das. Muss ich dich wiederfinden. Ja, ich quatsche gerade mit einer. Jetzt halte ich mal mein Maul, ne? Ja, wow, jetzt ist es vorbei. Toll. Neue Quest habe ich mir schon mal eingetragen. Ja, sehr gut. Ja, hier sind mehrere, die man anquatschen kann. Ja, deswegen. Nach der können wir uns noch wieder ein paar Nebenmissionchen hier und so. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier zur Hauptquest, würde ich sagen. Schließen wir sie ab und dann haben wir die Folge auch wieder erledigt. Ja. Nessim. Lebensmittelkorb.
Die Sarentu reiten mit uns. Stoßen wir auf sie an. Bin bei der Mission. Wahnsinn. Warte. Was machen Sie? Hallo? Ja, komm her. Hatte gerade Ladebildschirm. Oh. Spannend. Du wirkst verstört, Kriegerin. Was hast du gesehen? Tiere. Gefangen und verletzt. Ich habe versucht, sie zu befreien. Sie töten sinnlos. Lassen das Fleisch verrotten. Ewas Nahrung macht sie krank. Ha! Sie sticht ihnen in den Magen. Sie nehmen nur, was sie anderen Himmelsmenschen verkaufen können. Als Trophäen. Sie haben keinen Respekt für das Leben hier. Harding ist ihre Anführerin. Sie ist grausam. Sie bringen alles zu ihrem Lager jenseits der Steinsäulen. Wir werden es ihr mit gleicher Münze heimzahlen. Geh, wir folgen so bald wie möglich. Bleib wachsam und kampfbereit, Sarentu. So, alles klar. So. Machen wir, Pippi. Aber nicht mehr in dieser Folge. Auf den Ebenen es geht weiter. In der nächsten. Jetzt haben wir wieder ordentliche Quests hier. Ganz viele. Suchen wir uns mal eine aus, nächste Folge. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss. Tschüss auch von mir.